Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Corona hat uns nicht verlassen, aber wir haben natürlich in den letzten Wochen ganz andere Sorgen gehabt als Maske und Abstand und all diese Dinge. Aber heute ist es mir wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, dass unsere Impfquote noch deutlich zu gering ist, dass die Infektionen auch im Kreis Ahrweiler und in dieser Stadt steigen. Und wir haben viel Solidarität erfahren in den letzten Wochen und Monaten von vielen Menschen aus dem ganzen Land. Solidarität können wir aber auch untereinander leben, indem wir uns impfen lassen, uns selbst schützen, aber insbesondere unseren Gegenüber. Die Vulnerablen, die Kinder, die sich nicht impfen lassen können. Und der wirksamste Schutz gegen eine Corona-Infektion und all die Folgen, die daran hängen können, ist das Impfen. Ich bitte Sie, mitzuhelfen, dass wir sensibel machen für die Notwendigkeit einer hohen Impfquote, damit das und viele andere Einschränkungen uns in Zukunft nicht noch weiter begleiten müssen. Das ist unsere gemeinsame Pflicht, glaube ich, damit nach der einen Katastrophe nicht weiteres Leid, weitere Krankheit in diesem Tal Einzug hält. Für Ihr Tun, für Ihr Mitwirken, für Ihre Solidarität danke ich, wünsche Ihnen viel Kraft und Mut und Zuversicht. Ihr Guido Orten.